Also ich habe im März 2013 die Diagnose chronisch-myeloische Leukämie bekommen. Dann war auch klar, dass eigentlich außer Transplantation nichts helfen wird. Und dann war das schon ein ganz brutaler Schock eigentlich, dass man so komplett aus dem Leben rausgerissen wird. Also man lässt sich typisieren, man bekommt auch relativ zeitnah einen Bescheid darüber. Aber sobald das Interesse ein bisschen verloren gegangen ist, geht es ein wenig verloren. Ich bin gute 3 Monate lang mit Fieber von teilweise über 40 Grad über Tage hinweg, also fast über 30 Kilo abgenommen, bin im Rollstuhl rausgekommen, habe nicht mehr gehen können, habe alles wieder neu lernen müssen. Oder es kam ein Brief über eine Möglichkeit, dass ich als Spender ausgewählt werden kann. Ich habe mich zum Beispiel von Anfang an nicht als Lebensretter gesehen, sondern für mich war es von vornherein klar, dass ich mache, was ich dort mache, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Person überlebt. Man denkt häufig darüber nach, welche Person eigentlich dahinter steckt. Ich habe mich dann schon irgendwann damit beschäftigt, der muss doch irgendwo herkommen, den muss doch irgendwo geben. Und dann habe ich den ersten Brief abgeschickt. Hallo Mr. X, das waren seine ersten Worte und ich glaube, es ging auch weiter. Ich weiß nicht genau, ob du mich kennst, aber ich kenne dich, weil du bist mein Bruder geworden. Ich bin niemand, der nah am Wasser gebaut ist, aber das war für mich ein sehr emotionaler Moment. Dann bin ich 3 Wochen auf glühenden Kohlen gesessen und dann ist halt die Antwort gekommen und das war dann der erste Kontakt. Und dann war schon irgendwie klar, die Uhr tickt ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit wie meine. Und das war dann schon wieder so ein erstes Hochgefühl, da man denkt, okay, das wird einer, mit dem habe ich einen ganzen Haufen Spaß. Seitdem hat es eigentlich Klick gemacht, wo ich auch gesagt habe, ich will ihn unbedingt kennenlernen. Und das erste Mal getroffen haben wir uns dann gestern. Das lässt sich mit Worten nicht beschreiben. Hat mich so umarmt, dass ich kaum Luft bekommen habe. Und es war dann ein hochemotionaler Moment. Er hat von mir ein Album bekommen, wo im Endeffekt vom ersten Babyfoto bis jetzt das letzte aktuelle Foto, was ich habe. Und wenn ihr das selber durchgeschaut habt, dann ist einfach klar, diesen zweiten Teil habe ich mir ein paar Mal durchgeschaut, da sind so viele Momente drin, die mir so viel gegeben haben, die so schön waren. Und die es einfach, wenn ich bedenke, dass sie einfach nicht gegeben hätte. Die Freundschaft und die Liebe, die geht ja jetzt echt weit und wir haben ja festgestellt, dass wir ganz viele Gemeinsamkeiten haben und dass wir über ganz viele gleiche Sachen lachen können. Und es gibt wirklich so ein kleines Problem, das ist die Farbe und ich bin einfach ein Bayern-Fan und der Markus ist halt einfach leider Gottes so ein doofer Dortmund-Fan. Also ich denke, dass wir auch der lebende Beweis dafür sind, dass man zwar genetische Zwillinge sind, aber dass es eine bestimmte Trennung auch gibt im Fußballbereich. Ich bin froh, dass er im Nachhinein doch Bayern München-Fan ist und kein Schalke-Fan. Da gibt es bestimmt noch größere Diskussionen. Muss man ganz einfach sagen, da hört die Liebe auf und das ist spätestens dann beim Fußball soweit. Man wird ungern als Lebensretter bezeichnet, aber in dem Moment, wo man die Gewissheit hat, dass durch die Stammzellen, die man selbst gegeben hatte, jemand anderes überlebt hat, ist es eine super tolle Bestätigung. Für mich war es auf jeden Fall eine gute Erfahrung, allen Leuten eigentlich zu sagen, wie einfach es ist, auch selbst zum Lebensretter zu werden. Ich habe vorher 2 Brüder gehabt und jetzt habe ich 3. Das ist ganz klar.